One of the largest groups of monkeys, for the school of monkeys that I have seen before. Bin ich schon? Ach so, ja. Bin ich schon online? Ja. Also jetzt sind wir im Nationalpark Manuel Antonio und schauen uns die Affen an und die Faultiere und alles andere, was hier so kreucht und fleucht. Okay. Four species of monkeys and here we have three and the rest of the animals. That's why you're going to tell our telescopes. This is my baby. We have common names for all the animals. Okay? So, real name, Basilis. We have three species of Basilis in Costa Rica. Common name, Jesus Christ lizard. Da über uns auch hier vorne. Oh, das ist ja schon so ein Tier. Ja, voll Teufel. Ich würde vielleicht die Fliegen schon. Das ist schon ein bisschen traumhaft. Aber ja? So krass. Ja, es ist. Es ist leider ein bisschen viel los. Es ist hier am Manuel Antonio Nationalpark, am Beach. Aber hier wunderschöner Sandstrand, also keine Steine. Ja, das sind halt die ganzen Parkbesucher hier. Oh, ist das schön mit Sandstrand. Was? Ja. Ja, jetzt sind wir noch, immer noch im Nationalpark, jetzt müssen wir leider baden. Uns bleibt auch gar nichts so spart hier. Nee. Es ist voll sonnig und das Wasser ist voll warm. Und es ist auch noch voll schön hier alles. Ja, genau. Also. Das ist sowas von furchtbar. Also ja, das ist nicht auszuhalten. Nicht aus. Wie furchtbar das hier alles so ist. Ja, aber die Sonne knallt ganz schön, also ich muss sagen, nee, wir haben ja auch nicht viel Zeit. Sie hat ja gesagt 20 Minuten, Maxi, und dann in 20 Minuten geht's weiter. Also wir haben maximal 10 Minuten oder so hier zum Baden. Und dann müssen wir uns ja auch noch ein bisschen abtrocknen. Aber das Schöne hier ist, dass es schön tief ins Wasser geht, weil drüben bei uns, da ist es alles recht flach. Und klar, deswegen auch die starken Wellen. Ja, aber nee, ist hier auch geschützter, das Ganze. Ja. In der Lagune. Ja. So einfach so ein bisschen entspannen im Wasser. Ja. Weil das hat drüben gefehlt. Oh, ich weiß.
war halt immer so dieses super anstrengende. Wieso bin ich denn so groß? Oh mein Gott, ich bin so groß. Keine Ahnung. Ich bin jetzt fertig. Wir haben gebadet. Wir gehen jetzt weiter zum Ausgang, glaube ich. Ostern ist es. Oh, ich dachte, wir gehen hoch. Ach so. Jetzt mal vom Strand weg und setzen wir mal. Mhm. As you can see here, we have less people. Yeah. Because they don't see the map. Das sind wir ja. They think that it's the only one inside the park. And then they go back. They change the color when they're full brown. White. Blue? White. Wow, that's amazing. We got a whole troop of capuchin monkeys around us. Okay, Abfahrt. Jetzt geht's weg von Quepos. Wir verlassen den Pazifikstrand und fahren in den Norden, in die Nähe vom Rio Celeste, was auch ein Nationalpark ist. Und dann gucken wir mal, jetzt haben wir 5 Stunden Fahrt vor uns. Aber ja, Wetter ist nochmal schön und schön feucht mit hoher Luftfeuchtigkeit, aber das wird schon alles gehen. Und ja, dann lassen wir uns mal überraschen, was die nächste Station so bringt. Kurzer Zwischenstopp in Haku. Ja, Haku, da steht's. An einem schönen Aussichtspunkt. Der letzte Pazifik. Ja. Oh, das ist ja schön. So, hier sind wir gerade in Haku und das ist der letzte Stelle am Pazifik jetzt, die wir jetzt sehen wahrscheinlich. Pazifiknest. Pazifiknest? Ja, ich glaube auch. Kurzer Zwischenstopp bei der Crocodile Bridge. Da soll es jetzt angeblich ganz viele Krokodile unten im Fluss geben. Und die versuchen wir mal anzuschauen. Aber es ist halt relativ voll gerade. Also ist wohl nicht so, dass wir die Einzigen sind, die diese Idee hatten. Da bin ich jetzt mal gespannt. Also hier ist einer. Und nach hinten liegen auch noch mal zwei im Matsch. Ja, jetzt sind zwei, ja.
Schade, ich denke, dass die in der Früh draußen sind, weil es nicht so warm ist. Weil ich habe wirklich Fotos gesehen, da war diese kleine Landzunge hier voller Krokodile. Ja, also drei Krokodile haben sich gezeigt, mehr wollen nicht. Aber besser als keiner. Ja, klar, ist doch schön. Nächster Zwischenstopp hier in einer kleinen Soda, also einem familiengeführten kleinen kostarikanischen Restaurant, die heißen hier Soda. Und hier gibt es ein kleines Mittagessen, bevor wir dann weiterfahren zum nächsten Hotel. Und jetzt hat er schon seinen Mango-Juice bekommen. Saft, Saft. Okay. Ja, dein Essen? Mein Essen? Also Ribs, aber frittierte Ribs, ja geil. Mit Salsa und mit Pommes. Ja, und ich habe hier der Casado mit Zunge. Gracias. Was ist das? Ich weiß nicht, ich denke irgendwie eine Salsa oder so.